Hallo Besucher von Junon, willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So, wir machen jetzt weiter im Fischerdorf, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. In der Junon-Region, beziehungsweise unter Junon, leben die Leute in einem kleinen Fischerdorf. Wir haben letztes Mal gegen ein Wesen aus der Tiefe gekämpft und haben Yuffie wieder getroffen. Die kennen wir noch aus dem Final Fantasy VII Remake und aus dem Final Fantasy VII Original natürlich. Und ja, mit der sollten wir vielleicht mal quatschen gehen, ne? Gucken, was sie weiß. Also, let's go. Beziehungsweise, wir können mit den anderen Leuten noch quatschen. Was hat sie noch zu sagen? Hallo. Ungeheuer wie das von gerade eben werden immer mehr. Und alles nur wegen des Reaktors. Stimmt sowas. So, dann mal hoch. Anscheinend ist der Reaktor ein ausschlaggebendes Element, was die Leute so ein bisschen nicht so gut finden. Oh, da seid ihr ja! Splittergruppe von Avalanche! Wie kommst du denn darauf? Also ich finde euch super, super toll! Tausendmal besser als die Hauptgruppe, so viel steht fest! Oh. Schön, endlich mal eine, die es schnallt! Hey, können wir uns später mal treffen? Ich hätte da nämlich eine Bitte. Und bedanken will ich mich auch noch, okay? Warum kommst du dann nicht morgen in die Herberge? Super! Also dann, bis morgen! Die hat aber ganz schön dick aufgetragen, was? Naja, ist ja noch ein Kind. Die wimmeln wir schon irgendwie ab. Gib's zu, du hast dich gefreut. Wie auch immer, erstmal zur Herberge. Er will nur nicht zugeben, dass er sich freut. Nee. Aber Yuffie hat eben den Naruto-Run gemacht. Sie ist also wahrlich ein Ninja aus Konohagakure. Deswegen gehen wir mal in die Herberge. Um das Ganze erstmal so ein bisschen zu verdauen. Oh, die Helden vom Strand. Hab gehört, was ihr für Priscilla getan habt. Vielen Dank dafür. Rhonda hat mich gebeten, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Lasst mal sehen. Vier Zimmer nehme ich an? Wir hätten gerne fünf. Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Die Zimmer sind schlicht, bieten aber alles, was man braucht. Es ist lange her, dass wir so viele Gäste hatten. Ist ja auch nicht viel los hier, glaube ich. Es kommen wahrscheinlich nicht viele Gäste hier unten lang. Ich spürte, wie sie mir entglitten. Eine nach der anderen. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ja, ging mir auch so. Als hätten sie einfach aus mir rausgesaugt. Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber was genau fehlt, das weiß ich nicht. Alles ist verschwommen. Verdammte Mäuren! Sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Cloud! Wer ist denn bei dir? Das war Red? Verstehe. Gut. Danke fürs Aufpassen. Bist sicher müde. Ruh dich gut aus. Aber Aerith, in deinem Zimmer ist eine Kiste mit einer Waffe. Darf ich bitte? Herein! Danke, Aerith. Ich würde gerne diese Kiste looten, wenn es dir nichts ausmacht. Jawohl, guck mal, da habe ich eine Waffe für dich. In die Tür vor der Nase zu und ich klopfe nochmal richtig penetrant. Aerith, lass mich rein, da liegt eine Waffe. Achso, ja, okay, alles klar. Nach der Ewigkeit haben wir aktuell ausgerüstet und jetzt haben wir Kaiserinnenwache. Physische Attacke plus 9, magische Attacke minus 18. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber sie hat sogar einen Materia-Slot mehr. Dieser Stab war einst als Geschenk an eine mächtige Herrscherin gedacht.
Schützender Magiekreis. Erzeugt einen Magiekreis, der den eigenen Angriff verstärkt und Zaubernde in seinem Wirkungsbereich vor Schaden schützt. Das ist gut. Innerhalb des Magiekreises Gegner mit normalen Angriffen niederstrecken. Okay, kann Imrith das denn? Wir rüsten mal aus. Okay. Waffenmodifikation natürlich für den Stab. So. Ja. So, hab ich. Ja. Was haben wir denn da? Blitz, elementare Attacke plus. Beständiger Magiekreis verlängert die Erscheinungsdauer des Magiekreises um 25%. Spirituelle Ernte. Erhöht die MP-Absorption durch Subspirit um 25%. MP-Maximum plus 3. Blitz, elementare Attacke plus würde ich machen. Und ich rüste auch nochmal Blitz aus, weil keiner hat das irgendwie. Ich glaube, Barrett hat's. Aber ich bin mir nicht sicher. Haben wir bei den Waffen mittlerweile schon einen zweiten Slot? Nee. Wenn ich erst ab Waffenstufe 4. Nächste Stufe 10. 60 von 70 WP. So. Wollte ich jetzt ausrüsten. Gut, das mache ich jetzt. Ausgehen, damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Und dann machen wir gleich in Aerith's Zimmer dann weiter. Bis gleich. So, Aerith. Verzeihe die Störung. Ich geh wieder. Aber ich will sie nicht so alleine stehen lassen. Können wir mit ihr nochmal quatschen? Es ist nicht so lange her, dass wir Midgar verlassen haben. Aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich hoffe, Mama und Marlene geht es gut. Hast du Heimweh? Sephiroth ist jetzt wichtiger. Richtig. Sag mal, erinnerst du dich an unser erstes Treffen, Cloud? Eine Blume aufgezwungen. Du hast mir eine Blume aufgezwungen. Die habe ich dir geschenkt, Cloud. Ich habe die Blume danach im siebten Himmel gesehen. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du derjenige warst, der sie in die Vase gestellt hat. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ein Geschenk einfach so an jemand anderes weiter zu verschenken. Hast recht. Vergeben und vergessen. Für dieses Mal. War das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich bin eine Blume aufgezwungen. Ja, irgendwo hat sie das ja. Aber es war ja nett gemeint. Hier ist Red drinne. Können wir mit dem nochmal quatschen? Red ist ja eher neutral eingestellt. Der Geruch des Meeres ist überwältigend. Das wird es mir erschweren, unsere Gegner frühzeitig zu wittern. Ich hab eh nicht auf dich gebaut. Mach dir nichts draus. Das ist beunruhigend. Mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Meine Nase ist die ganze Zeit gereizt. Ja, aber das war gut. Diese Antwortmöglichkeit muss man so schnell geben. Ich kann mich nie entscheiden. Oh, Cloud. Was für ein Zufall. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ich wollte... Das sind Kalm, tut mir leid. Oh. Komm rein. Ich hab dir Unrecht getan. Ich war ja nicht besser. Hey. Erinnerst du dich an Emilio? Aus Nibelheim? Ich erinnere mich nur an dich. Ich erinnere mich nur an dich. Hä? Ah. Er war der Sohn des Krämers. Aha. Emilio hat das Dorf kurze Zeit vor dir verlassen, Cloud. Danach ich ihn lange nicht gesehen, aber letztes Jahr kam er in die Bar. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön verändert.
Verstehe. Und er war in Begleitung einer wunderschönen Frau. Du hättest sie sehen sollen. Sie war... Interessiert dich nicht. Naja, aber ich höre dir gerne zu. Schon gut. Du hast mich wieder getestet. Nein, das habe ich nicht. Bringt nichts. Du hast ja recht. Sorry. Schon gut. Lass uns bald mal reden. Offen und ehrlich. Dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Mach ich sowieso nie. Nacht. Ach, Claude. Aber Beziehung scheint jetzt sich weder verbessert noch verschlechtert zu haben, glaube ich. Ich habe halt die Antwort gewählt, die aber mir spontan am besten gefallen hat. Weil einfach die Beziehung zu ihr zu vertiefen einfach wichtiger ist, als sich jetzt an den Sohn des Krämers zu erinnern, an den ich mich überhaupt nicht erinnere. Weil einfach ein unwichtiger Nebencharakter wahrscheinlich ist. Tifa ist ein Hauptcharakter, deswegen, also... Nun ja. Das ist wahrscheinlich unser Zimmer. Können wir mit Barrett nochmal quatschen? Wo ist der? Oh, da liegt eine Materia. Die nehme ich doch mit. Mit der Materia for free. Materia, Gewitter. Okay. Ich habe gesehen, Barrett und Red 13 haben Gewitter gehabt. Es wäre besser gewesen, hätte ich die im Team. Statt Aerith und... Aerith von Tifa, weil ich nicht wusste, ob eine von beiden Gewittermaterie ausgerüstet hat. Tifa hat aber noch, hat noch zwei Slots frei, da passt auf jeden Fall noch eine Gewittermaterie rein. Frost hat sie und Luft. So, schadet nicht für den Fall der Fälle. Vielleicht brauchen wir es. Gut. Die großen Bubbles sind unsere Hauptcharaktere. Wo ist denn Barrett? Oder teilen wir uns mit ihm ein Zimmer? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Scheint irgendwo unten zu sein, aber naja, komm, wir gehen mal ins Zimmer, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Zeit zum Schlafen. Oder soll ich mal mit Barrett reden? I don't know. Ja, komm, ich geh nochmal runter. Scheint ja irgendwo draußen zu sein. Hier war Aerith. Hier ist niemand. Barrett ist hier. Wo zum Henker ist Barrett? Ist er draußen? Nee. Scheint er irgendwo oben zu sein, glaube ich. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Oder bin ich blind? Er fällt doch so auf mit seinem Gewehrarm. Weil runter geht's nicht und oben sind zwei Markierungen. Da wird nämlich unter mir
Aber ich glaube nicht, dass das Barret ist. Ja, okay, ich glaube, das ist Red. Ah, Barret ist nicht da. Ist egal, komm. Hingehen. Fertig. Da, dass ich ihn noch die ganze Zeit hin und her laufe. Willst du dich ausruhen? Ja. Kommt rein, Leute! Hey! Okay! Es sind also alle hier. Dann stellen wir uns doch mal vor. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Im Namen meiner Heimat und als waschechte Ninja bin ich von weit her hierher gereist, um die tyrannischen Pläne von Shinra zu durchkreuzen! Wutai? Ja, also, ihr könnt euch jetzt richtig geehrt fühlen, denn ihr dürft euch mir anschließen. Wisst ihr, ich finde euch nämlich viel, viel cooler als die Hauptgruppe. Ich fürchte, da hast du dir leider die Faschen gesucht. Wir haben mit Spionieren und Attentaten nämlich nichts am Hut, klar? Das verbitte ich mir! Nun! Wobei, diesmal hast du vielleicht recht. Was denn jetzt? Ich mag weit von meiner geliebten Heimat Wutai entfernt sein. Aber das hält mich nicht davon ab, allein gegen Shinra weiterzukämpfen und dabei auch ganz ordentlich zu verdienen. Natürlich habe ich auch hier nach einer lukrativen Arbeit für mich gesucht. Da meinte Rhonda, sie hätte einen wichtigen Auftrag für mich. Ein Attentat nämlich. Und jetzt haltet euch fest. Wer ist wohl das Ziel? Spiel dich nicht so auf. Ich sag's ja schon. Es geht um niemand anderen als Direktor Rufus Shinra persönlich. Na, überrascht? Dieser Rufus soll schon bald hier aufkreuzen. In der Stadt über uns. Es gibt wohl eine Parade zu seinem Amtsantritt oder so. Die Leute in diesem Dorf sind stinkesauer auf Shinra, seit die ihnen ihr Land und die Sonne geraubt haben. Und deshalb wollen sie... Was du nicht sagst. Rhonda will das Geld für meine Belohnung besorgen, indem sie euch an Shinra verrät. Was? So ein Pech. Anscheinend hat sie schon getan. Ja, dann bleibt euch wohl nichts übrig. Hey. Ich rede mit Priscilla. Die bringt euch sicher nach oben. Viel Spaß mit dem Typen. Wenn du nicht schnell da rauskommst, komm ich rein. Und zwar mit meinem Motorrad. Alles klar, mein Freund? Wer? Drin sind wir im Nachteil. Lasst uns rausgehen. Ja. Es ist Loach aus Final Fantasy VII Remake. Und Yuffie hat uns einfach verraten. Wie kann sie nur... Ich hab ihr vertraut. Nachdem Cloud bei meiner Waifu Tifa schon nicht so gepunktet hat, das ist auch eine schlechte Episode. Es tut mir so leid. Da kommt auch noch Lodge, macht das Ganze noch wesentlich. Wie lange willst du mich denn wesentlich anstrengender. Lassen, mein Freund? Da bin ich doch. Schrei nicht so rum. Da bist du ja endlich, mein Freund! Schüchtern wie immer, was? Ich habe eine wichtige Mitteilung für dich. Man hat mich einer Spezialeinheit zugeteilt, die Aeris zurückholen soll. Ich dachte, das solltest du vielleicht wissen. Und wo ist die Einheit? Diesmal ist bloß ein Besuch unter Freunden.
Hier ist schließlich keine angemessene Bühne für eines unserer Tänzchen, oder? Hier könnte man nicht voll aufdrehen. Da blieb der Spaß doch auf der Strecke. Oben sind die Bedingungen da schon weitaus angenehmer. Dort also werde ich dich sehnsüchtig erwarten. Mein Freund! Was für eine Arschgeige. Scheint, als wäre es Zeit zu gehen. Wohl besser für das Dorf. Yuffie meinte doch, dass wir Priscilla fragen sollten, wenn wir nach oben wollen, oder? Danke, dass ihr euch um diesen Shinra-Spinner gekümmert habt. Uns einfach an die zu verpfeifen. Du hast vielleicht Nerven. Hier. Ist nicht viel, aber... Willst du dich freikaufen? Das ist das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt war. Ich hatte von Anfang an vor, euch daran zu beteiligen. Als Gegner von Shinra müssen wir schließlich zusammenhalten. Und was, wenn sie uns geschnappt hätten? Das hätten wir dann schon gesehen. Ist doch gut gelaufen, also wo ist das Problem? Jetzt muss nur noch Yuffie ihren Teil erfüllen und ich bete, dass sie es schafft. Ja, Reise wieder möglich. Neue Aufträge für die Junon-Region verfügbar. Okay, jetzt wurden Sidequests freigeschaltet. Ich würde mal gut gelaunt sagen, die machen wir. Hier ist nämlich schon direkt eine. Hier ist nämlich schon ihr persönlich. Sieh mal an, lungert ihr hier etwa immer noch rum? Na, wenn ihr schon nichts Besseres zu tun habt, warum macht ihr euch nicht ein wenig nützlich? Ich möchte, dass ihr eine Geldlieferung für mich übernehmt. Der Kleine hier weiß, wo es hingeht. Sein Name ist Scholle. Er überbringt das Geld und eure Aufgabe ist es, ihn dabei zu beschützen. Können wir machen, aber sagst du uns wenigstens, an wen das Geld geht? An meinen Sohn. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er ist eines Tages einfach aus dem Dorf abgehauen. Versteht das Geld als eine Art Abfindung. Er ist kein Kind mehr und muss langsam lernen, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Auch finanziell. Wo ist dein Sohn jetzt? Im Krähennest. Er war es leid, hier in den Schatten zu leben. Und meine Methoden sind ihm nicht radikal genug. Also hat er sich Gleichgesinnte gesucht und agiert mit ihnen vom Rand Junons aus. Da läuft er schon von zu Hause weg und schafft es nicht mal aus Junon raus. Was für ein halbgarer Blödsinn. Was hat das mit der Abfindung auf sich? Da gibt es nicht viel zu erklären. Ich habe mit dem Dorf alleine alle Hände voll zu tun. Und für meinen Sohn habe ich bereits genug getan. Ab jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Außerdem muss ich mich um jemand Wichtigeres kümmern. Nicht wahr, Scholle? Überlass das uns. Na, dann viel Erfolg. Eure Belohnung könnt ihr euch im Anschluss im Krähennest bei Tobi abholen. Er weiß Bescheid. Und wenn meinem kleinen Scholle auch nur ein einziges Haar gekrümmt wird, werdet ihr es bereuen. Also, passt gut auf ihn auf. Scholle ist Richtung Dorfeingang gelaufen. Wie gesagt, wir machen nochmal die Sidequest jetzt in der Folge. Und dann machen wir in der nächsten Folge, denke ich mal, dann weiter. Beziehungsweise ich würde dann nochmal gerne in die Graslande zurück und da noch ein bisschen was machen. Falls ihr da Bock auf einen kleinen Abstecher einfach habt, dann machen wir das natürlich. Dorfeingang zurück. Rendezvous mit Scholle. Gehen wir aber zur Schnellreise. Wo ist er denn, das kleine Kerlchen? Ich sehe ihn nicht. Ach da. Hungert er rum. Scholle folgen, ja. Dann zeig mal, wo das hat der Name für einen. Wir halten dir den Rücken frei. Das hat der Name für einen Hund aus einer Fischerregion.
Begleitschutz für Scholle. Hey, Cloud. Wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte. Das war im Frühling. Also 13. Hm, für Landeier kein ungewöhnliches Alter für einen Auszug, was? Und was hat deine Mutter gesagt? Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter weg. Ah. Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gil mitgeben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Mütter sind doch alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zu Soldat. Gegner. Brauchte ich das nicht. Jetzt kapier ich endlich, warum du für jeden Job 2000 Gil haben willst. So ein Krass. Und tschüss! Ding! Verbrennt! Der Feind ist Beziehung, Schwachter! Na komm runter! Hab ich den schon analysiert? Nur kein Über! Aero. So, weiter. Scholle folgen. Folge der Scholle. Das klingt so falsch. Auch wenn hier so viel Schutt und Trümmer rumliegen, finde ich die Gegend eigentlich ganz nett. Sieht sehr hübsch aus. Ich könnte auch einen Schokobo nehmen, aber da sind wir, glaube ich, schneller als er. Deswegen laufen wir einfach hinter ihm her. Einfach zu Fuß ein bisschen. Da sind wieder Gegner. Deswegen hält er an. Kein Problem. Keine Chance. Das war's. Kalt. 1000 HP. Hat er verloren. Es hakelt. Ausgezeichnet. Da ist noch einer. Scholle hat 2550 HP. Er hat mehr HP, glaube ich, als wir. Oh Gott. Was denn? Gibt doch immer wieder Eltern, die einfach nicht loslassen können. Die ständig irgendwelche Gründe finden, um ihre Kinder weiter zu betütteln. Gibt's bestimmt, ja. Ach, zuhauf gibt's die. Aber ich werde ganz anders. Darauf kannst du sowas von Gift nehmen. Na, wegen Marlene. Ich respektiere nämlich Marlenes Wunsch nach Freiheit. Lach nicht, ich weiß, was du denkst. Du hältst mich für einen Helikopterpapa. Kann ich nicht leugnen. Vermutlich liegst du damit gar nicht mal falsch, aber ich habe mir geschworen, ihr niemals im Weg zu stehen. Sie soll frei sein. Dabei würde ich sie am liebsten für immer in Watte einpacken und wie ein Baby umsorgen. Meine liebe kleine Marlene. Oh nein, er hat Schaden genommen. Ich sehe einen AOE-Angriff. Das war's. Dann übernimm. Ich leg los. Tifa hat doch auch Eis. Zerrasse.
Jawohl. Da war echt ein ganz schön langer Weg, den wir hier zurücklegen müssen. Zum Henker sind wir. Alter, jetzt sind wir hier komplett einmal rumgegangen. Oh Gott, am Ende ist es hier irgendwo. Die Scholle läuft mir so querfeld ein. Er wird immer ein bisschen langsamer, damit wir ihm folgen können. Ich glaube, ihn zu verlieren. Hä? Dann kriege ich die ganze Zeit Schaden. Ich kriege immer ein Knockback von den Schlägen. Okay. Ach, da oben oder was? Der Leuchtturm? Oh, Scheiße, echt? Das könnte es fast sogar sein, ja. Damn. Was ist denn nun schon wieder? Einmal dem Hund hinterher. Noch nicht bereit, dich loszulassen. Jetzt beruhig dich mal. Marlene ist doch noch ein kleines Kind. Bis die auszieht, dauert's noch Jahre. Ja, du hast recht. Allein die Vorstellung. Aber stimmt, noch habe ich Zeit. Allerdings ist Zeit relativ. Ey. Jetzt macht Barrett gerade so eine Szene und laut kontert ihn einfach. Nani? Was seid ihr denn für welche? Euch kenne ich nicht. Vorne ist mal eine Analyse. Bin mal so frei. Diese seltene Art Mistral-Wyvern oder Wyvern erzeugen mit ihren riesigen Schwingen Sandstürme und ihre Beute bis zur Bewegungslosigkeit zu schwächen, bevor sie angreift. Triffst du die Aura, die dieses Wesen umgibt, entstehen Tornados. Mit jedem Tornado wird die Aura schwächer, bis sie ganz verschwindet. Der Gegner schockanfällig wird. Greifst du von hinten an, kannst du die Aura schwächen, ohne dass Tornados erzeugt werden. Die Tornados treffen den Hund halt, ne? Aero ist wirksam. Du wurdest versteinert. Nein, ich hab Goldnadel nicht. Scheiße. Erleidest du den Zustand zu viel Schaden, wirst du Stein und kannst dich nicht mehr bewegen. Du bist in der Folge kampfunfähig. Vermeide daher Schaden oder heile Zustandsveränderung mit Medika oder Heilmittel. Ja, oder Goldnadel hat, ne? Aber du wurdest versteinert. Stein habe ich noch nicht. Hat Schaden vermeiden, aber das ist gar nicht so einfach. Nicht übertreiben. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feuerer und Feuer sind beispielsweise verstärkte Formen der Magie Feuer. Mit größerem Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufe der Magie mit rechts, links auswählen. Ja. Aerora. Hier, gönn dir. Das Casten dauert halt auch ein bisschen länger. Oh shit. Alter, Aerith wird nicht zu Stein. Aerith stirbt. Was dreht sich?
Er ist zu Stein geworden. Ich glaube, das ist ein Game Over für uns. Der erste Game Over. Alle haben nämlich Stein. Habe ich Medica? Nein. Wenn ich nicht sterbe. Was? Haben wir denn irgendwas, was Aero hat? Windige Verkettung. Den da. Die kommen auch nicht in Schockzustand, ne? Jetzt endlich. Das war's dann. Volle Kraft. Einer weniger. Tifa ist nämlich auch schon Stein geworden. Es ist vorbei. Keine kommt. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist definitiv aus. Das war's dann. Damn, was ein Kampf, Alter. Was für Viecher. Die sind nearly dead. Aber das waren die letzten Kämpfe. Aber es scheint der Fall zu sein. Die Musik hat aufgehört. Hoffentlich haben die hier eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Scholle, was machst du denn hier? Dich kriegt aber auch gar nichts unter, was, Kleiner? Huh? Kenn ich euch? Deine Mutter hat uns geschickt. Wir sollten auf Scholle aufpassen. Sie schickt auch ein paar Gill für dich mit. Behaltet es. Ich komme auch allein über die Runden und brauche nichts von ihr. Sind das Freunde von dir, Dylan? Claire! Was machst du denn hier draußen? Du sollst dich doch schonen. Tut mir leid, dass ihr umsonst hergekommen seid. Aber ich will das Geld nicht. Bringt Scholle wieder sicher nach Hause, ja? Den Dickkopf hast du doch garantiert von deiner Mutter. Jetzt stell dich mal nicht so an, Junge. Nimm du es halt. Aber das ist viel zu viel. Wenn ihr es nicht wollt, nehme ich es eben. Aber ihr erwartet ein Kind und wollt ihm bestimmt das beste Leben bieten, das möglich ist. Und dafür braucht man eben auch Geld. So ist das. Da ist was dran. Also gut. Dylan, hier bist du! Tobi! Sorry für die Verspätung. Ihr seid doch die von Avalanche, oder? Rhonda hat mir von euch erzählt. Avalanche? Die Gruppe, die die beiden Marco-Reaktoren in Midgar angegriffen hat? Genau die! Es ist mir eine Ehre, euch persönlich zu treffen. Bin ein großer Fan eurer Arbeit. Sag mal, wo ihr schon mal hier seid, kann ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich meine, die Sache mit Dylan ist ja jetzt erledigt, oder? Genau, wir haben Zeit. Fantastisch. Dann will ich euch gleich alles erklären. Folgt mir doch bitte. Hier lang. Schon direkt der nächste Auftrag, was zum Henker. Okay, von einer Sack, was sind die nächsten? Why not? Über euch berichtet haben, war ich ganz außer mir. Der Wahnsinn!
Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung, das ist richtig. Da gebe ich ihr vollkommen recht. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich Avalanche eines Tages mal bei einer Sache um Hilfe bitten könnte. Jetzt komm mal wieder runter. Ja dann, erzähl mal. Den Leuchtturm an der Küste. Kennt ihr den? Da hat sich nämlich jemand eingenistet. Nennt sich die Alleskönnerin von Junon oder so. Kiri. Sag bloß, du kennst sie. Ja, leider. Was für ein Zufall. Nein, das kann man schon Schicksal nennen. Wisst ihr, dieser Leuchtturm hat uns bisher immer als eine Art Ausguck gedient. Wir würden ihn gerne wieder nutzen. Tummeln sich schließlich gerade so viele Ungeheuer hier. Könnt ihr diese Alleskönnerin nicht irgendwie dazu bewegen, das Feld zu räumen? Mehr über die Alleskönnerin erfahren. Mehr über den Leuchtturm erfahren. Auftrag annehmen. Mehr über die Alleskönnerin erfahren. Soll wohl in Midgar und in den Graslanden ganz groß rausgekommen sein. Kommt mir aber verdächtig vor. Schon allein der Name Alleskönnerin. Wer nennt sich denn bitte so? Der Leuchtturm steht weiter hinten am Kap. Zu Republikzeiten hat er den Schiffen zur Navigation gedient, aber das ist ja schon ewig her. Ich sag's euch, da wimmelt's nur so von Ungeheuern. Wie will die denn an so einem Ort ordentliche Kundenakquise betreiben? Da ist was dran. Den Auftrag annehmen. Oh, vielen herzlichen Dank. Ich schaue euch dann mal aus sicherer Entfernung zu. Will keiner von euch mitkommen? Ich? Du kannst Ärger schon von Weitem riechen. Dann komm wohl wirklich nur ich in Frage. Ach ja, wenn ihr schon auf dem Weg seid, schaut doch mal beim Hügel vorbei. Mit etwas Glück könnt ihr vielleicht sogar einen Kondor sehen. Natürlich nur, falls ihr Interesse habt. Okay. Dann wechseln wir mal die Gruppenkonstellation. Wie geht das nochmal? Ich hab's vergessen. Kampfeinstellung. Barrett und Red. Einfach damit wir ein bisschen Abwechslung zwischendurch haben mit den Teams. So, hier scheint es eine Möglichkeit zu geben, sich hinzusetzen. Das kommt wie gerufen. Hey. Was gibt's hier in dem Kaff denn noch so? Was? Klavier. Roten Fragezeichen. Schwarze Brett. Chadley ist ebenfalls hier. Anti-Shinra-Gruppe Hauptquartier. So, wo befindet sich Kiri denn? Am Arsch der Welt. Zum Leuchtturm am Kap, alles klar. Wir werden die Schnellreise zum Turm nutzen und dann hier rüber. Ja, aber das schaffen wir zeitlich in der Folge nicht. Wir gucken aber trotzdem, dass wir dann zumindest uns auf den Weg machen. Was ich noch gerne machen wollen würde, wäre mir nochmal... Guck mal, die rauchen hier Shisha und chillen halt einfach. Na, neu im Krähennest? Okay. Lass mich mal gucken. Da drin scheint es zu sein. Das Klavier und das Notenblatt. Ach so, stimmt, wir können ja in dem Spiel Musik spielen. So, wo hängen wir denn jetzt am besten das nächste Buch? La 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 la. La 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 la. Interessierst du dich für das Klavier hier? Gestatten, Dorian vom Verein zur Popularisierung des Pianofortes.
Wir haben uns der Unterstützung von aufstrebenden Talenten verschrieben, die es verstehen, den Noten auf einem Blatt Leben einzuhauchen. Auf Klavieren findest du oft Notenblätter, nach denen du auf diesem schönen Instrument spielen kannst. Übe das Stück ein und sprich mit Dorian vom Verein zur Popularisierung des Piano fort. Sobald du mindestens Rang A erreicht hast, von ihm erhältst du eine Belohnung für deine Mühen. Bitte unterstütze uns doch bei unserer Mission, die Freude am Klavierspiel bis in den letzten Winkel dieser Welt zu tragen. Kann ich irgendetwas für dich tun? Dorian, Bericht erstatten, Zielrang A. Erhältst eine Belohnung, wenn du Rang A erreichst. Nochmal ja. Der Weg zur musikalischen Erleuchtung ist steinig und schwer, doch es lohnt sich. Ich hoffe, dass du unseren Verein auch weiterhin mit deinem Talent und deiner Hingabe tatkräftig unterstützen wirst. Oh ja, Musikspielen in diesem Spiel macht so viel Spaß. Okay. So, zum Anschlagbrett wollte ich noch. Da scheint es ja noch andere Sidequests zu geben. Da würde ich dann mal vorbeischauen. Ein Traum vom freien Himmel, Kondor-Beobachtungsverein, Junon-Region Kondor-Hügel. In letzter Zeit haben wir unsere Kondor-Dame nicht mehr zu Gesicht bekommen. Deswegen würden wir sie gerne mit besonders leckerem Futter anlocken. Unterstützer dieses Plans mögen sich bitte am Hügel einfinden. Nehmen wir an. Dann hätte ich nämlich gesagt, wir gehen auf die Übersichtsmap. Gut, das ist die andere Quest. Dann, wie gesagt, begeben wir uns schon mal hier hin. Hier ging es ja auch noch darum, irgendwie ein Foto zu machen. Das können wir dann auch noch machen. Und hier gibt es noch irgendwie einen Kampf. Jagd 4. Jagd 2. Jagd 1 hatten wir schon, aber nicht vollständig abgeschlossen. Aber das mache ich noch. Ah, so viel. Das Spiel ist einfach so vollgestopft mit Content. Ich krieg's die Tür nicht zu. Aber wir machen erstmal, wie gesagt, die Sidequest. Wie gesagt, da das Foto ja irgendwo auf dem Weg liegt, können wir das auch noch mitnehmen. So, ich setze mir erstmal einen Marker, damit ich mich nicht irgendwie verlaufe. Moin! Erstarre! Sehr gut! Wir haben's geschafft! Das ist richtig. So, jetzt müssen wir erstmal hier durch. Ich komme nicht vorbei. Bin ziemlich weit oben. Wo geht's denn lang? Jetzt bin ich irgendwie hier oben, aber kann ich hier am unten nicht lang? Da geht's hier noch weiter hoch. Das ist eine Brücke. Hm. Ey, das muss irgendwie anders funktionieren. Zur Brücke, aber wie? Irgendwie auf... Oh Gott, warte. Ich muss hier lang. Wahrscheinlich, ne? Und dann geht's hier... Ja, wahrscheinlich ist es das.
Okay, dann gehen wir zum Grenius zurück. Wir müssen den anderen Weg nehmen. Oh, guck mal, was hier ist. Über Phönix sind viele Legenden im Umlauf. Eines Tages ließ sich Phönix an der Küste Junons nieder, auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Dort traf er auf einen Fischer an einem Lagerfeuer. Dieser ließ ihn am Feuer Platz nehmen. Phönix hielt die Federn in die Flammen, woraufhin seine Lebenskraft zurückkehrte. Okay. Wenn wir gerade hier sind, nehmen wir das natürlich noch mit. Logischerweise. Kristall analysieren. Ich würde sagen, den Kampf gegen Phönix können wir sogar das nächste Mal versuchen. Weil dann haben wir jetzt schon ihn zweimal geschwächt. Vielleicht schaffen wir das. X-Viereck. X-Viereck. Okay. Garantiert. Okay. Den hätten wir analysiert. Dann weiter im Text. Oh, die Musik war eben gerade so geil in dem Schrein. So. Also entweder geht's hier lang... Oder hier lang. Gehen wir hier entlang. Da ist auch noch ein Schokobo-Küken. Dem folgen wir. Die nächste Haltestelle. Wunderbar. Super, das hat sich gelohnt. Immer noch eine Goldfeder. Ich nehme mal an, wir müssen hier hoch. Kommen wir dann wahrscheinlich weiter. Oh, Schokoball schimpft was, aber hier oben wird es wahrscheinlich nicht sein. Da unten. Wieder mal runter. Ist es. Oh. Ja, einen Schritt näher. Jetzt. Mithrilerz. Hier, ein Umschlagsplatz. Ja, dann geht's, wie es aussieht, hier und dann hier rüber. Dann kann ich den Waypoint hier weg. Gut. Da ist auch die Brücke, die ich von weitem gesehen habe. Jetzt kommen wir hier rüber. Müsste dann auch die nächste Haltestelle sein, da vorne. Noch auffälliger ging's wohl nicht, was? Kiri. Jetzt hat sie die Ballons hier aufgehangen. Okay. Ah, wegen dem Foto. Ja, machen wir das nächste Mal. Gehen wir schon mal zur Kiri und nehmen die Quest schon mal an, dann können wir die in der nächsten Folge dann machen. Ja, das nenne ich. Die scheint ja echt eine Geschäftsfrau mit Leib und Seele zu sein. Kiri ist vermutlich drin. Komm,
Wie geht's uns denn? Ah, ein bisschen MPM verloren, aber ansonsten passt das. Da ist sie, ja. Herzlich willkommen. Ich bin die Alleskönnerin Kirin. Kommen wir zum Geschäftlichen. Na sowas. Jetzt hätte ich meinen Angestellten doch gut mit einem Kunden verwechselt. Aber schön, dass es dich auch mal in die Filiale von Junon verschlägt. Wer ist hier ein Angestellter? Und nenn dich gefälligst nicht Alleskönnerin. Der Name ist geschützt. Mann, oh, alle hacken auf mir rum. Dabei ist das alles nur deine Schuld, Cloud. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ich dachte, in Junon wartet das große Geld. Aber hier kennt ja wirklich niemand den Alleskönner. So kommen natürlich auch keine Aufträge rein. Nur rumsitzen, Däumchen drehen. Also musste ich erstmal beim Urschleim anfangen und so richtig die Werbetrommel rühren. Und was genau willst du verkörpern? Langweilig, düster und mürrisch? Du brauchst ganz dringend einen Berater für Selbstmarketing. Sorry. Huh? Hä? Er kann ja sprechen. Und ob? Oh, du bist ja sowas von drollig. Willst du nicht mein Haustier werden? Na komm mal her. Miez, 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 miez. Oh, weiß der etwa? Na dann eben nicht. Kein Haustier, keine Kunden. Das ist doch zum Verzweifeln. Hier ist echt der Wurm drin. Marketing und Unternehmensführung. Alles aus einer Hand. Und doch. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Genial, oder? Ich dachte, wir werden mir die Bude einrennen. Warum kommen denn jetzt Ungeheuer statt Kunden? Bei der Lärmbelästigung würde ich auch mal anklopfen gehen. Das ist ein ganz klarer Fall für den Alleskönner. Komm schon, Cloud, das ist doch dein Spezialgebiet. Ich dachte, das wäre dein Job. Jetzt sei doch nicht so kleinlich. Hier, kriegst auch eine von denen. Nein, danke. Ich fürchte, wir müssen trotzdem kämpfen, wenn wir ihr Leben wieder raus wollen. Oh, Kiri, ey. Was haben die mir mit diesem NPC nur angetan? Genau wie mit Loche. Was zum Fick? Was ist los mit den Charakteren? Okay, ich setze mich trotzdem nochmal in meine MP zu regenerieren. Weil ich mir ein Äther. Oh boy. Das hat einem auch nicht einfach. Am Ende sehen wir das ganze Spiel über immer wieder. Bei irgendwelchen Sidequests. Wie gesagt, die sind ja alle optional, aber trotzdem. Okay, und mit dieser J-Pop-Musik entlasse ich euch erstmal. Denn wir sind hier am Ende dieser Folge angelangt. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde und deswegen vielen Dank beim Zusehen von dieser Episode von Final Fantasy VII Rebirth für die PlayStation 5. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Dann gehen wir den Monstern ordentlich aufs Fressbrett und gucken, was es in der Junon-Region sonst noch so für uns zu tun gibt. Und dann machen wir mit der Hauptquest weiter, denn Yuffie wartet auch noch auf uns. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.